Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, wir haben 30 Grad draußen, es ist viel zu heiß, um irgendein Projekt zu machen. Aber für so Kleinigkeiten, naja, man hat keine Ruhe im Bach, ne? Ich war bei meinem Papa und habe ihm erstmal seinen alten kaputten Motorsägenhelm abgezogen. Er wird mir garantiert nicht reparieren. Und ich habe mir gedacht, Stefan, du hast doch die Schweißnaht aus der Flasche. Ich glaube, so heißt sie. Probier doch mal, ob du nicht die Aufnahme hier von dem Helm wieder kleben kannst und ob das hält. Zur Not kann ich es noch irgendwie mechanisch verbinden. Und da habe ich gedacht, Leute, ich nehme euch mit, ich zeige euch mal. Ist kein Werbevideo, ist einfach nur ein Versuchsvideo von mir. Wenn es funktioniert, ist gut. Wenn nicht, kaputt ist er eh. Also, viel Spaß mit dem Video. Ja, ihr seht vielleicht, wie das bei meinem Papa läuft. Wenn sowas kaputt ist, dann ist das zum Wegwerfen ja eigentlich noch zu schade. Aber zum Aufsetzen zu kaputt, ne? Also wird das erstmal irgendwo in der Ecke gelegt. Und da liegt das dann über lange, lange Zeit. So wie in diesem Fall. Verstaubt, wird noch dreckiger. Naja, bis sich einer erbarmt. Im gewerblichen Einsatz ist so eine Reparatur natürlich nicht in Ordnung. Da wird sowas ausgetauscht. Aber für den privaten Gebrauch, why not? Versuch macht klug. So, ich nehme mal eben das Stück hier raus. Na, das sind einfach solche Klipse, die hier im Helm eingeklappt werden. Das nehme ich natürlich gleich alles raus und werde das einmal ordentlich reinigen. Genauso wie hier. Hier gibt es neuen Schaumstoff rein. Ja, das kann man, wenn mich nicht alles täuscht, auseinanderziehen. Da seht ihr. Und dann kann man sowas hier auch mal erneuern oder auswaschen. Wie auch immer. Also den bekommt man so sauber hin, dass der hinterher nahezu wie neu da steht. Okay, also auf der Seite hier seht ihr, da ist der Clip noch dran. Da ist auch alles in Ordnung. Dieser Seite ist der Clip abgebrochen. Wie man auch hier unschwer erkennen kann, mein Papa hat das mal irgendwie mit einer Schraube wieder zusammengetüdelt. Jetzt habe ich zwei Optionen. Die erste ist, und das werde ich erstmal probieren, dieses Teil hier wieder anzukleben. Denn es interessiert mich, ob diese Schweißnaht aus der Flasche hier, ob das damit überhaupt hält. Ich habe da keine Erfahrung mit, aber es wurde mir beim Moped-Projekt wärmstens ans Herz gelegt, dieses Zeug mal auszuprobieren. Vielen Dank nochmal an den, ich glaube, unbekannten Unterstützer, der mir das von der Amazon-Wunschliste hat zukommen lassen. Naja, hier will ich es ausprobieren. Wenn es nicht funktionieren sollte, dieses Teil hier wieder vernünftig dran zu kleben, dann werde ich aber wie folgt vorgehen. Ich werde mir einfach ein Blech machen, was dann hier genau reinpasst. Werde da eine Lasche unten dran machen mit so einem kleinen Häkchen dran und dann ist das auch wieder einsatzbereit. Wie gesagt, für private Zwecke auf jeden Fall durchaus machbar. Sorry, da sind wir. Damit wir jetzt nicht allzu viel Gebammel hier haben, nehme ich mal eben den Ohrenschützer ab. Das ist soweit alles heile. Und jetzt werde ich mir dieses Teil irgendwie entweder einspannen oder noch mal weiter zerlegen. Ne, ich glaube irgendwie einspannen. Wie mache ich das denn? Ich glaube, ich baue mir mal eben so ein bisschen mit Lättchen hier auf, dass ich das alles vernünftig positionieren kann. Und dann schauen wir mal. Mal gucken, wie es gehört. Ja, so. So, doch, 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 das geht. Kann ich dann hier in der Sicke schön kleben. So, dann wollen wir mal. Da das Zeug in Sekunden kleben soll, habe ich mir jetzt mal zum einen das Ganze hier ausgerichtet, zum anderen mal einen Handschuh angezogen. Und man sieht soeben, das könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, man sieht irgendeine Reaktion passiert da. Aber ist es schon verbunden? Nein.
So, dann gibt es hier noch so ein Granulat, was man da drauf packen kann. Ihr seht, wie der erste Mensch hier. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt nicht am Untergrund festklebt wie Sau. Naja, also das war bis jetzt ein Satz mit X. Das war noch nichts. So, nächster Versuch. Ich habe das Teil jetzt mit einer Einhandzwinge an meinem Holzstück festgemacht. Klebeband darunter. Hab den bis jetzt aufgetragenen Kleber etwas abgeschliffen. Jetzt nutze ich nämlich die Schwerkraft etwas besser. Also, Kleber drauf und ein bisschen Granulat. Und dann warten wir mal eben und schauen, ob sich das mit dem Grundmaterial vernünftig verbindet. So könnt ihr auch was sehen. Ob das hält, was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde versuchen, das noch von der Rückseite zu verkleben. Aber so vom Grundsatz her. Hält das dieser Beanspruchung stand? Ich bin da etwas skeptisch. Aber Versuch macht klug. Das ist bei ganz vielen Sachen mein Motto. So, erstmal sehr von Vorteil ist hier mein Klebeband. Das war schon mal gut. So, und jetzt werde ich das von hinten hier, könnt ihr nicht sehen, von hinten habe ich hier so eine kleine Kehle. Da werde ich das jetzt auch noch gegenkleben. Ihr seht nichts, das kann ich leider nicht. Doch, da könnt ihr es sehen. Mehr Beleuchtung kann ich euch leider nicht bieten. Oh, es ist nicht ganz gerade dran, aber ey Mann, so wild ist es auch nicht hier. Bisschen Kleber. Bisschen von dem Granulat. Ja, diese Laschen sind halt bei den Helmen immer schon Sollbruchstellen gewesen. Aber deswegen so einen Helm wegwerfen? Ich weiß es nicht. So, Materialaufbau erledigt. Oder? Ich bin mal gespannt. Ich gebe dem Ganzen jetzt ein paar Minuten zum Aushärten. Und dann wollen wir mal gucken. Aber das Tatsache, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Uiuiui. Naja, wir warten mal ab. Ja, ihr Lieben, das ist die geklebte Lasche. Bis jetzt. Leider geil. Gott sei Dank geil. Keine Ahnung. Es scheint zu halten. Also ich bin begeistert. Naja, nach der Schlacht werden bekanntlich die Toten gezählt. Das heißt, ich werde erstmal hier den Helm und die ganzen anderen Teile mal eben sauber machen. Dann stecken wir das Ganze zusammen und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Bis gleich. Liebe Leute, nach der Reinigung der Teile ja, der Schaumstoff müsste ausgetauscht werden. Ich habe aber gerade keine Schaumstoffmatte hier. Sonst kann man die einfach aus einer ganzen Matte rausschneiden. Deswegen habe ich sie gereinigt und getrocknet und draußen in der Sonne
geht das richtig fix im Moment. Klick, klick. Hier unten ist übrigens so ein kleines Löchchen, dass die Luft entweichen kann. Ne, aber auch durchs Reinigen sind die ganz schön sauber geworden. Also, das funktioniert durchaus. So, was ist die Quintessenz dieses Videos? Punkt 1, wenn man sich kurzfristig helfen muss, scheint der Kleber durchaus zu funktionieren. Oder? Eben schauen, gibt es hier einen links und einen rechts? Wir machen die Probe aus Exempel. Wartet. Erst klicken wir den hier wieder rein. Also, die Quintessenz. Wenn man sich behelfen muss, gibt es durchaus Sachen, die man nehmen kann. Was dieses Video auf keinen Fall sein soll, und das ist zweierlei. Erstens, persönliche Schutzausrüstung soll nicht repariert werden, die wird ausgetauscht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das Zweite ist, es ist kein Werbevideo. Ich kriege das Zeug nicht gestellt oder sonst was, sondern es ist mir von euch empfohlen worden. Und es ist einfach nur ein Test. Funktioniert das oder nicht? Und das werden wir jetzt sehen, denn jetzt werde ich dieses geflickte Teil hier vorne einklicken. Ja, ich muss es noch ein bisschen beischleifen. Ich muss hier die Kante noch ein bisschen kürzen. Damit er so richtig schön satt reinklickt. Okay, dann müssen wir ein bisschen feilen. Na, jetzt wird es weiß, das kommt von diesem Granulat, was ich da drauf geträufelt habe. Jetzt hoffe ich, dass es natürlich trotzdem noch hält. Dann schauen wir mal, ob es jetzt passt. Klack. Aha. Aha. Visier drauf. Tada! Liebe Leute, ja gut, hier die Bremse, die fehlt irgendwie. Das liegt aber an der vorhergehenden Reparatur meines Vaters. Aber naja, however. Der könnte wieder funktionieren. Ja, liebe Leute, zwei Sachen haben wir gelernt. Erstens, das Zeug funktioniert tatsächlich. Mal gespannt, wie es sich in der Praxis bewährt. Es gibt immer noch einen Plan B. Man könnte Blech dahinter machen. Das Einfachste ist, man tauscht dieses ganze Teil aus. Wird es wahrscheinlich auch im Zubehör geben, denn an persönlicher Schutzausrüstung wird nicht rumgefuckelt. Merkt euch das. Was kaputt ist, wird ausgetauscht. Naja, aber es ist Samstagnachmittag und wenn ich jetzt auf die Schnelle einen funktionierenden Helm bräuchte, dann ist ein geflickter Helm immer noch besser als gar kein Helm. Und dafür geht doch, oder? Besser gepflegt als gar nicht. Und während ich den Helm abnehme, macht's klack, Leute. Eben habe ich gesagt, leider geil. Ich muss mich revidieren. Leider scheiße. Das hält von 12 bis Mittag. Nein, es hat tatsächlich eine halbe Stunde gehalten. Den Einsatz hätte es keine Sekunde überstanden. Also, ihr seht, sowas hier in solchen Anwendungen total unbrauchbar. Leute, wieder was gelernt. Erstens, dieses Zeug hier aus der Flasche, was ich benutzt habe, klebt. Das kann man nicht wegleuchten. Wenn die Teile
einfach nur ortsfest dran sind und keiner mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sind, mag das sogar funktionieren. Wenn das aber irgendeiner mechanischen Beanspruchung ausgesetzt ist, dann funktioniert es nicht. Denn das hier, was ihr hier seht, ist mein zweiter Versuch, nachdem der erste missglückt war. Eigentlich hielt es ja, bis dass ich den Helm abgesetzt habe. Naja, ich habe mir gedacht, Stefan, hier hast du irgendwie wahrscheinlich die Anwendung falsch gemacht oder so. Hab das dann nochmal gemacht, das hielt wunderbar, Helm aufgesetzt, alles gut, Helm abgesetzt. Und dann habe ich hier die Mickey Mäuse so einen Klick nach außen gemacht. Dann hatte ich wieder zwei Teile in der Hand. Also für solche funktionalen Sachen, meiner Meinung nach, reproduzierbar nicht geeignet. Okay, wieder was gelernt. Das Wichtigste, was wir gelernt haben, schraubt nie an persönlicher Schutzausrüstung rum. Das macht man nicht. Auch wenn es hier nur eine Halterung der Mickey Mäuse ist. Nein, macht man nicht. Gut, ich hoffe, dass ich dieses Teil hier irgendwie als Ersatz bekomme. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. So ein Helm hier kostet um die 50 Euro. Ich habe einen anderen Helm. Das ist nicht das Problem. Aber ich konnte den bei meinem Papa nicht liegen lassen, weil ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und euch an meinen Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, teilhaben lassen. Ihr wisst, hier ist Jugendforscht für Erwachsene. In dem Sinne, liebe Leute, habt eine gute Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.